herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Ich bin Renate und möchte euch heute aus dem tollen neuen Mini-Katalog 2021 meine Bestellungen zeigen. Es sind doch einiges geworden, weil mir doch vieles gefallen hat. Und was? Heute ist mein zweiter Teil des Mini-Katalog-Auspack-Videos dran. Als erstes habe ich diese tollen Etiketten mir besorgt. Und zwar heißt es Stanzform viele Etiketten. Dazu gibt es noch ein Stempelset, das ist aber komplett in Englisch. Und ich wollte eigentlich nur das zum Ausstanzen von diesen tollen unterschiedlichen Mini-Etiketten haben. Als weiteres habe ich das Stempelset Bärenstark mit der dazu passenden Stanze Erdbeeren. Süße Grüße nur für dich. Du bist einfach bärenstark. Genieß an deinem Tag das süße Leben und vielen Dank. Als weiteres habe ich das Produktpaket Eiszeit mit der dazu passenden dazu passenden Stanze. Dazu gibt es noch Accessoires, heißt Streusel Eisdiele, und auf diesem Stempelset in Klarsicht haben wir einen schönen Geburtstag. Du bist einfach cool. Zeit für eine Eiszeit. Vielen Dank. Etwas Süßes hilft immer. Versüßt dir jeden Moment und einen Eisgutschein. Dazu habe ich mir auch noch das passende Designpapier dazu geholt. Das Eisdiele heißt. Und da habe ich es gleich so umgesetzt, dass eine Seite immer die Vorderseite und die andere Seite die Rückseite ist. Also hier haben wir Eis in der Tüte. Unten ist dieses karierte Papier. Dann haben wir so Flecken. Auf der Rückseite haben wir Streifen. Als nächstes haben wir Eis am Stiel. Auf der Rückseite sind lauter schöne Streifen. Dann haben wir hier grün Gekleckse. Auf der Rückseite Kreise in grün. Dann haben wir noch mal ein anderes Klecksmotiv. Und Wellen auf der Rückseite. Und hier haben wir noch mal Eis in eckigen Becher und auf der Rückseite lauter kleine Zuckerstückchen. Das gehört alles in die Eiszeit. Als nächstes habe ich mir Woodland Wanda ein Stempelset, auch ein Klarsichtstempelset. Wieder. Zwar mit englischen Sprüchen, aber mir hat das so gut gefallen, dass man den Baum extra lang machen kann. Mit diesen ganz vielen tollen Tieren. Gerade die Nase. Als nächstes Produktpaket habe ich die Schneckenpost. Die habt ihr bestimmt auch schon überall gesehen. Mit den dazu passenden Stanzformen. Post für dich, hallo, zu spät, aber mit Liebe, Glück per Post. Und diese tollen Schnecken. Dazu gibt es noch Accessoires, Herzakzente, einmal in Weiß und in Rot. Und habe ich mir noch das Kombipaket per Schneckenpost in Rosa und Weiß dazu geholt. Und natürlich das Top
Designpapier dazu per Schneckenpost. Wenn man das rausholt, kann ich euch, das lege ich vielleicht erst zur Seite, dann liegt doch ein bisschen flacher auf. Und zwar haben wir hier einmal rosa unterlegte Pilze, dann haben wir unterschiedlich Hallo in Deutsch, in Englisch und Französisch. Hier sind lauter Pakete, Hummelgelb. Die Rückseite sind lauter Briefmarken. Dann haben wir diese tollen Schnecke mit den Paketen und den Herrn dazu mit der Post. Hier sind lauter Strichellinien, wie die Schnecken durch die Gegend wandern. Hier habe ich das nächste, sind die großen Pilze und hinten drauf sind Herzchen. Dann haben wir noch die Familie der Schnecken. Bermuda-Blau, hinten sind lauter Strichchen drauf. Und da haben wir dann nochmal die Schneckenpost, ein Herzchenpostpöstchen. Und hinten drauf sind lauter geschwungene Linien. Das ist das Produktpaket dazu. Als nächstes habe ich dann noch ganz im Augenblick. Dazu habe ich auch gleich noch zwei Karten gebastelt. In Wildleder und in Farngrün. Alles braucht seine Zeit. Das habe ich embossed in Weiß. Und hier steht, Freundschaft zeigt sich in ganz kleinen Dingen. Und da habe ich diese Trockenblumen habe ich mehrmals abgestempelt und übereinander geklebt. Also hier, alles braucht seine Zeit. Ein stiller Gruß. Genießt den Augenblick. Freundschaft zeigt sich in ganz kleinen Dingen. Alles Gute für dich. Als nächstes wird es wieder fröhlicher. Floating Fluttering mit Schmetterlingen. Und hier sind die Schmetterlinge, kann man ausstanzen. Schöner Schwarm heißt die Stanzform. Aber warum man die Schmetterlinge zweimal gleich ausstanzen kann, das erschließt mir leider nicht. Aber vielleicht braucht man das irgendwann mal. Auf jeden Fall kann man die Schmetterlinge einmal so abstempeln und somit mit diesen Teilen hinterlegen. Deswegen habe ich hier auch schon eine Karte. Die habe ich mal ausgestanzt, die Teile. Habe unten drunter das mattiert. Und hier kann man die ein bisschen aufstellen. Für einen schönen Geburtstag. Und dafür habe ich dieses transparente Stempelset verwendet. Da ist noch ein schönes Etikett. Als nächstes möchte ich euch nur die Deko-Metallplättchen in Gold zeigen. Ich mache die jetzt nicht auf, die plustern sich in eine riesengroße Box, muss ich die noch füllen. Und dann möchte ich da mal ein bisschen was draus gestalten. Aber das kommt noch. Als nächstes habe ich dann die ovalen Grüße. Dazu gibt es auch die passende Stanzform oval. Ein gezacktes, großes gezacktes Oval und ein kleines, um zum Beispiel viel Glück, lass uns feiern, mit Liebe, danke vielmals,
kleines Mitbringsel. So schön, dass du da bist. Willkommen, kleiner Schatz. Und die haben mir so gut gefallen, die zwei Häschen, die sich tief in die Augen schauen. Und da habe ich noch alles Gute zum Geburtstag. Als nächstes kommt dann noch mal ein Produkt, ein großes Produktpaket, und zwar der Beste. Also schönen Geburtstag, lieber Papa, zum Vatertag, alles Liebe, vielen Dank. Du bist der Beste überhaupt für einen tollen Mann. Und dazu passende Stanzformen. Da habe ich schon auch mal ausprobiert, ein bisschen was an Karten, einfach mal ein paar Teile ausgestanzt. Und zudem gibt es natürlich auch noch das passende Produkt Designpapier in Karos und Linien. Und da habe ich dann auch Blümchen und immer die Vorderseite, und das zweite Papier zeigt die Rückseite. Also hier haben wir Karos, dann haben wir hier Streifen, hier ist kreuz und quer in Schwarz und Weiß, wieder unterschiedliches Karo, fast wie kariertes Papier. Hier sind so kleine blaue, sieht aus wie Blümchen, dann Kreise, Blüten in Blau gehalten. Na, will sich nicht ablösen. Als nächstes gestreift, schräg gestreift, so ein Paisley-Motiv und kleine Pünktchen, die in Rauten enden. Das ist das Designpapier wie maßgeschneidert. Und als letztes ist kein Produktpaket, aber es ist einmal das Hotdog. Da finde ich diesen Dackel total niedlich. Mit den Tapsen und kann man ein Hütchen und den in Brief geben. Mal schauen. Bonjour, Bone, Knochen, hallo. Hotdog, it's your birthday, hi, I love you. Set's a long and short of it. Get well soon. Also die Sprüche, die versteht jeder. How are you? Und dann habe ich noch diese schönen Stanzformen, beschwingt, bestickt. Die sind diesmal nicht als Produktpaket, aber auf den beiden Seiten kann man die hier wunderbar einmal ausstanzen. Und das sind so Prägelinien, die aussehen, wie wenn es gestickt wäre. Dafür gibt es 1, 2, 3, 4, 5, insgesamt 6 Formen in unterschiedlichen. Da sieht es aus mehr wie ein Quadrat. Und sonst sind es auch 3 Rechtecke, 3 Quadrate, 3 Rechtecke. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nate. Tschüss. Auch heute könnt ihr natürlich was gewinnen. Und zwar diesmal die Deko-Streusel-Eisdiele. Wenn man das hier öffnet, habt ihr lauter Streuselchen. Und dieses Döschen könnt ihr als Preis gewinnen.